Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier. Und heute dachte ich mir, ich probiere mal wieder was Neues aus tatsächlich. Also jetzt nicht neu im Sinne von, das hat noch nie irgendjemand gemacht oder so, das ist natürlich Quatsch. Aber auf dem Channel hier ist das noch nie passiert. Und zwar habe ich ja in meinem letzten Video über einen neuen Archetype gesprochen, über den Xiangjian Archetype. Und ich dachte mir, es wäre eigentlich mal ganz cool, weil der erst in ein paar Monaten rauskommt, jetzt schon mal ein bisschen rumzuprobieren, ein kleines Deck-Profile zu machen. Und ja, ich werde euch einfach mal ein bisschen zeigen, wie ich das spiele gerade. Ich habe es echt nur ein bisschen getestet, also wirklich nur ein paar Stunden oder so, wenn überhaupt. Ein paar Replays habe ich aber zusammenbekommen. Und wenn ihr das cool findet, dann lasst mir auf jeden Fall Like, Kommentar und Abo da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das so haben wollt. Oder ich hatte auch fast überlegt, das in zwei Videos aufzuteilen, was wahrscheinlich nicht unbedingt nötig ist, aber dann kann man vielleicht ein bisschen mehr auf die einzelnen Sachen eingehen. Aber ich dachte, ich probiere das einfach mal, deswegen schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber jetzt will ich gar nicht so lange labern. Lasst uns mal direkt ins Video starten. So Leute, wir sind hier bei IDEO Pro. Die Leute, die Classic Draft gucken, kennen das natürlich schon. Da mache ich auch mal die Deck-Profiles für den Decks, die ich natürlich dann nicht in echt besitze. Und hier wollte ich einfach mal auch, keine Ahnung, ich hatte einfach mal Bock, weil dieses Thema echt cool ist und ich das mit anderen Deckteams auch schon für mich selber gemacht habe, aber ich dachte euch ganz ehrlich, dann kann ich euch das auch noch zeigen auf meinem Channel. Genau, und ich würde sagen, ich gehe einfach mal kurz über alle Karten, wirklich nur relativ kurz, vor allem über die Deck-internen Karten habe ich ja in meinem letzten Video schon komplett geredet, das könnt ihr euch auch da reinziehen, um zu wissen, was die Karten genau machen. Wir spielen einfach erstmal fast alles auf 3, weil ich mache das auch tatsächlich oft so. Wenn neue Archetypes rauskommen, ich mache erstmal alle Karten auf 3 ins Deck, probiere ein bisschen rum und dann merkt man, ah, die Karte, die macht irgendwie nicht so viel. Da gibt es hier natürlich auch welche, zum Beispiel die zweite Fallenkarte, es kamen ja 2 Fallenkarten raus. Die spiele ich gar nicht, weil ich die irgendwie nicht so gut fand, wie die andere Fallenkarte, die wirklich sehr, sehr gut ist. Aber wir gehen einfach mal schnell über die Karten. Wir spielen dreimal den besten Starter, meiner Meinung nach, Moye. Dann spielen wir auch dreimal Taiya. Dann spielen wir Chunyun auch dreimal. Der ist tatsächlich auch, glaube ich, nicht so oft nötig. Der ist einfach, also ich rufe ihn eigentlich fast nie. Also man könnte, glaube ich, dafür auch einen Handtrap oder so reinpacken. Würde jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt stören. Aber er kann in manchen Situationen ganz cool sein, wenn irgendwie auf ein Monster von euch ein Imperm kommt oder so. Oder Going Second ist halt auch ganz cool. Wer aber sehr gut ist und auf jeden Fall auf 3, Long Yuan. Auch eine mega starke Karte und wenn ihr sie habt und irgendwie ihn, dann habt ihr ja nicht immer schon euren Annullierer und euren Banisher, also eure beiden Bossmonster, zu denen wir gleich noch kommen, mega gut. Ich spiele tatsächlich einmal Arc Nemesis Protoss. Ich finde, die Karte sieht erstens unnormal geil aus und sie ist ein Wirmmonster, was sehr geil ist. Und sie hat einen unfassbar starken Effekt, weil ihr könnt sie rufen, indem ihr von eurem Feld und oder vom Friedhof Monster mit, also 3 Monster mit verschiedenen Attributen verbannt. Und da ihr, also ihr habt 4 verschiedene Attribute bei euren Main-Deck-Monstern und bei den Handtraps dann nochmal ein extra Attribut, kriegt ihr eigentlich unnormal leicht aufs Feld. Ihr könnt ihn suchen in dem Deck, weil ihr Wirmkarten auch suchen könnt. Und er ist einfach super stark, weil sein Effekt ist, er kann einmal pro Spielzug ein Attribut deklarieren, alle Monster von diesem Attribut zerstören und bis zum Ende des nächsten Spielzuges kann kein Spieler Karten von diesem Attribut als Spezialbeschwörung beschwören. Und das ist halt super, super stark, weil zum Beispiel gegen Salamangreat oder so, die haben nur Feuermonster, das ist halt super krass und auch gegen Decks wie Tri-Brigade oder Drytron ist das halt super stark, deswegen mega coole Karte und ich finde den einfach cool, auch rein optisch und der ist leicht zu beschwören und sogar Going First, wenn ihr nicht wisst, wogegen ihr spielt, kann er ganz cool sein, weil ihr könnt ihn rufen, Finsternis deklarieren, er kann nämlich nicht durch Karteneffekte zerstört werden, das heißt, der Gegner kann auf jeden Fall keine Finsternismonster beschwören, was halt auch ganz cool ist. Gerade gibt es nicht so ein super starkes, also Dragon Link natürlich, aber kein anderes Deck, was so super viele Finsternismonster spielt. Außer ich vergesse jetzt gerade wieder was total. Aber deswegen finde ich den super. Dreimal Lidicrow ist generell eine gute Handtrap momentan, finde ich. Und sie triggert euer Bossmonster, weil sie was verbannt. Und er braucht ja was, was verbannt wird, um dann noch mehr zu verbannen. Deswegen super, sehr coole Handtrap und auch gegen fast jedes Deck momentan auch gut. Genau wie Drawn Lockbird, auch einfach eine generische, super gute Handtrap. Dann haben wir dreimal den Pot of Desires. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Fan von dieser Karte. Habe ich ja auch schon öfter gesagt. Aber in dem Deck hier, wo wir momentan eigentlich quasi noch alles auf 3 spielen, kann man das halt wirklich, wirklich gut machen. Von daher
ist einfach ein Consistency Boost, der cool. Und er pusht euer großes Bossmonster, weil der für jede verbannte Karte 100 ATK bekommt und alle gegnerischen Monster 100 ATK verlieren. Also auch das ein netter Nebeneffekt. Dann spielen wir hier Vessel for the Dragon Cycle. Wahrscheinlich haben sich eh schon manche Leute gefragt, hä, warum spielst du das nicht mit Tengi? Die sind auch Wirm, die sind mega gut. Ja, ich weiß, wahrscheinlich wird der Tengi-Build auch die beste Version sein, das Deck zu spielen, aber ich mag die einfach nicht so gerne und ich hatte Bock, das Deck eher pur zu probieren so und bin sehr gut damit gefahren bis jetzt. Aber diese Karte ist trotzdem sehr gut, weil sie quasi ein Foolish für Wirm-Monster ist. Und es gibt manchmal Situationen, wo ihr halt keinen Starter zieht und es ganz gut einen zu Foolishen, weil wir nämlich vier Wiedergeburten in dem Deck spielen. Genau, ein Upstart Goblin erhöht auch die Consistency. Dann haben wir ein Foolish, macht also aus dem gleichen Grund wie diese Karte. Eine Wiedergeburt ist einfach halt gut, um dann die Karten, die ihr auf dem Grave bekommen habt, zu holen und eure Kombos zu starten. Genau wie diese Karte hier. Ich überspringe jetzt erstmal kurz eine, weil das auch einfach eine Wiedergeburt ist. Aber wie gesagt, Effekte erkläre ich ja gar nicht so genau. Hier auch der Searcher des Deckthemas natürlich auch auf 3. Und das war es dann auch schon mit den Zauberkarten. Dann bei den Fallenkarten, die ist wieder sehr, sehr gut, finde ich. Ice Dragon's Prison. Und auch hier der super nette Nebeneffekt. Sie verbannt etwas, das bedeutet, euer Bossmonster wird wieder getriggert. Sehr, sehr cool. Und dann noch die Fallenkarte. Super, super stark. Ich erkläre sie ganz kurz. Ihr wählt was bei euch. Zwei Karten beim Gegner. Zerstört alles. Und ihr könnt euer Bossmonster wählen, das halt, wenn es zerstört wird, einfach stattdessen was verbannen kann. Und dann könnt ihr seinen Effekt nochmal triggern. Also könnt ihr mit dieser Karte und dem Bossmonster quasi vier Sachen beim Gegner outen. Und das ist halt super, super stark. Genau, aber das war's mit dem Main Deck. In den 1 bis 2 Stunden, wo ich es getestet habe, war ich damit sehr, sehr zufrieden. Habe natürlich auch ein bisschen was verändert. Ich habe auch Tenny probiert, ich habe auch die True Kings probiert, komme ich gleich noch drauf. Aber erstmal zum Extra-Deck kurz. Zweimal der dicke Boss, zweimal der kleinere Boss, der auch was sucht, also sehr gut. Dann Baroness de Fleur. Ich weiß nicht ganz genau, wenn die Karte rauskommt, aber auch ein super starkes Rang 10 Monster. Und manchmal, wenn ihr das Gefühl habt, es bringt nichts, euren Boss zu machen, könnt ihr auch ihn machen, also mega gut. Dann haben wir Chen Chen. Mega gute Karte, könnt ihr easy machen, weil ein paar Karten, wenn sie verbannt werden, halt die Stufe verändern können. Das heißt, ihr habt doch auf jeden Fall Zugriff auf 9er. Adamantipator Risen, Dragite, auch einfach eine coole generische Zauber- und Feindannullierung, die ihr immer machen könnt. Ja, Draco Berserker of the Tengi, banished was, also geht wieder sehr gut mit eurem anderen Bossmonster. F.A. Dawn Dragster, auch eine generische Zauber- und Feindannullierung, macht man halt manchmal. Wobei meistens halt Dragite einfach besser ist, aber man kann ihn auch machen. Und der Rest, das sind alles Karten, die ich noch nie gerufen habe, ich habe sie nur mal als Extra-Deck gepackt, weil man sie theoretisch machen kann. Der dicke Trishula, der dicke Rosendrache, die neue Karte, die tatsächlich sehr, sehr gut ist. Ja, und ein paar alte Gesichter und eigentlich Linkoribo nur gegen das Dino-Matchup, damit man wieder was targeten kann. So, dann noch ganz kurz hier im Side-Deck sind natürlich keine Side-Karten, sondern einfach Sachen, die ich auch probiert habe, wie die True King Engine, war cool auf jeden Fall, aber hat jetzt nicht den gehofften Boost gebracht und man hatte kaum noch Platz, irgendwie Going Second Karten zu spielen. Sie hier, sie heißt hier bei Idio Pro auch Xanjian und ich weiß halt nicht, ob sie zum Archetype gehört. Sie ist halt ein Spellcaster, was komisch wäre, weil die anderen sind dann alle Wirm, aber optisch passt es schon ganz gut und sie ist eine ganz coole Handtrap, die bei uns aber auch noch erst rauskommt, deswegen mit der beschäftigen wir uns jetzt erstmal nicht weiter, aber coole Karte. Mare Mare, auch interessant, aber nur wenn man Wirm-Monster spielt, also zum Beispiel mit dem Tengi Package, was Mare Mare specialen kann, weil er kann nur durch ein Wirm-Monster-Effekt gespecialt werden, aber dann kann er 3 Token generieren. Genau, die Tengi Engine habe ich natürlich probiert. Ja, und das hier war eher, also links weiter war einfach für Mare Mare zum Beispiel, genau wie Linkoribo am Anfang für die Token. Dark Ruler könnte man auch safe im Main Deck spielen, halt sehr gute Karte. Und Waterfall of the Dragon Souls, einfach auch eine sehr, sehr starke Karte für Wirmdecks. So, aber ich würde sagen, starten mal direkt in die Replays rein. Ich habe, wie gesagt, nicht so viele starke, ich habe auch selber Misplays gemacht, da komme ich dann gleich drauf. Aber wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen. So, das erste Game hier hatte ich gegen Dark Magicians. Und ich lasse einfach erstmal kurz laufen. Also, Dark Magicians ist natürlich jetzt nicht das stärkste Deck, so muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber hier sieht man zum Beispiel ganz gut, warum der Foolish wichtig ist, weil so komme ich jetzt komplett in die Combo und sonst wäre das halt nicht gegangen. Und
Ja, ihr seht hier, das ist auch ziemlich wichtig, finde ich, immer Chainlinken mit den beiden, weil er hier sucht euch ja was und sie lässt euch eine Karte ziehen, wenn sie als Synchromaterial auf den Friedhof geht. Das heißt, sie immer Chainlink 2, dann kriegt ihr den Search immer durch, außer wenn Impermanence kommt oder Effektwähler tatsächlich geht auch, aber Ash zumindest geht nicht. Und ja, und ihr sucht euch eigentlich immer, je nachdem, was ihr braucht, aber ihr sucht euch schon oft den Stufe 6er hier, weil er einfach mega gut ist und durch ihn habt ihr immer direkt Access zu einem großen. Und weil wir noch den kleinen hatten und noch keine Normal, kriegen wir sogar noch was extra hin. Und ja, das ist so ziemlich das beste Board, was man mit dem Deck machen kann. Natürlich war der Zug noch gar nicht vorbei. Wir haben hier eine Monster-Annullierung auf dem Feld. Shenshen, der halt alles, was vom Feld auf den Friedhof gehen würde, verbannt. Und ihn, der halt, wenn was verbannt wird, eine Karte im Friedhof des Gegners und auf seinem Feld verbannen kann. Was halt echt einfach super stark ist. Und dann haben wir noch die Fallenkarte, die auch super gut ist, weil, ja, sieht man jetzt gleich in dem Replay. Ja, er will halt ein gutes Spiel, man kann direkt was schießen vom Gegner und so. Und ja, dann kriegt man noch einen Token, weil die verbannt wird. Aber ja, der Gegner konnte einfach jetzt nicht viel machen. Ich meine, Dark Magician going second ist halt auch einfach wirklich nicht so gut. Und jetzt muss man nur noch in die Battle Phase gehen und ja, das Ding ist durch. Ja, wie gesagt, Dark Magician natürlich jetzt auch nicht der größte irgendwie Threat, sag ich mal. Aber wir gucken mal ins nächste Replay. So, hier das nächste ist gegen Sky Striker. Er wird ja gerade ultra viel gespielt. Super, super starkes Deck. Und hier muss ich auch direkt sagen, wir gucken mal, ich lasse einfach mal laufen, weil die Kombos sind an sich immer die gleichen. Ich habe hier total das Misplay gemacht. Ich habe sie halt genormelt, aber hatte gar keine Würmkarte oder keine Xianjiang-Karte. Das heißt, ich habe ihren Token nicht bekommen, was halt mega dumm war. Aber wir kriegen trotzdem noch ein ganz gutes Board hin, wie man jetzt sieht. Aber trotzdem natürlich bitter, weil es wäre noch eine Annullierung mehr gewesen. Und gerade wenn man nicht weiß, gegen was man spielt, so, ja, sollte man sowas nicht verschenken. Aber es ist trotzdem ein ganz gutes Feld. Wir haben zwei sehr gute Traps. Also einmal, um das hier nochmal zu zeigen, also wieder unsere beiden Bossmonster, also Monster-Annullierung und der Banish. Wir haben Ice Dragon's Prison, generell gut. Und wieder den Doppelschuss, wodurch er dann auch was verbannen kann. Also trotz meines Misplays ein sehr, sehr starkes Board. Ja, und Skystriker ist eigentlich sehr gut darin, Boards zu brechen, aber ja, vielleicht auch nicht die besten Karten gezogen dafür. Und ja, man sieht hier, der Gegner hat direkt aufgegeben, weil wir konnten was schießen. Er hätte jetzt noch beide Monster verbannen können, dann ist Ray vom Friedhof weg. Wir hätten noch eine Monster-Annullierung gehabt und noch Ice Dragon's Prison. Normal Summon war weg, also das Ding war natürlich durch. Ja, aber das finde ich ziemlich cool zu sehen, dass trotz meines relativ großen Misplays das Deck immer noch sehr viel Power hat. Das heißt, wenn man es gut spielt, ist das Deck sogar noch besser. Aber ich würde sagen, wir gucken in das dritte Replay rein. So, das dritte Replay ist gegen Eldritch Dogmatica Shadol oder so. Ich denke mal, auch in Vogue wird da noch mit drin sein. Auf jeden Fall sehr, sehr starkes Deck, auch Mystic Mine auf der Hand. Aber das Coole ist, dass wir in dem Deck hier ja Back Removal im Main Deck spielen, was man suchen kann. Und das finde ich halt immer sehr geil, wenn Decks hauseigene Spell and Trap Removal haben. Beziehungsweise die Karte, die wir haben, ist ja nicht nur Spell and Trap Removal, das macht es halt noch besser. So, hier erstmal wieder alles relativ Standard. Unsere beiden Bossmonster kriegt man ja, wie gesagt, fast immer hin. Jetzt schicken wir noch was auf den Friedhof, was wir dann wieder beschwören. Da kommt jetzt eine Hand Trap, sonst hätten wir noch Dragite oder so gehabt. So, aber ja, passiert nicht mehr so super viel, aber noch richtig, richtig geil mit dem Upstart Goblin. Natürlich die Trap gezogen und ich wusste natürlich nicht, dass er Mystic Mine hat, aber die Trap einfach, die ist so unfassbar gut, weil die beiden zusammen einfach schon so viel wegmachen vom Gegner. Und deswegen sieht man hier jetzt auch, also Mystic Mine, und er denkt sich wahrscheinlich, okay, ist ganz gut gelaufen, aber in seiner Endphase kann ich halt Mystic Mine schießen und eine seiner Fallen. Und ich darf noch zwei Sachen verbannen. Also das ist halt auch total insane. Vor allem gegen so ein Eldritch Shadol Deck. Und ja, jetzt rufe ich Protoss. Er ruft noch, aber gibt dann auch auf. Also ich hätte ziemlich sicher nicht in diesem Zug gewonnen. Weil ich hätte jetzt noch was verbannen können. Aber halt nur eine Karte vom Feld und eine vom Friedhof. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich das Monster da gelassen. Weil die wollen wir halt hier nicht im Friedhof haben, die Eldritch-Falle.
Ja, und dann hätte ich natürlich angegriffen, aber wäre es genug Schaden? Nee, wir wären auf keinen Fall auf 7800 Schaden gekommen. Wobei, er hätte 4900 gehabt. 5000, 6900? Nee, wir hätten 7700 Schaden, glaube ich, hinbekommen. Also, aber safe nicht genug. Aber ich hätte wahrscheinlich, weil ich dann ja weiß, dass er Eldritch spielt, mit ihm Licht deklariert am Ende. Zwar unser eigenes Monster zerstört, aber dann hätte er keinen Zugriff auf Eldritch und so gehabt. Also, ja, vielleicht wäre es auch nicht mehr so schlau gewesen, weil, naja. Naja, aber auf jeden Fall easy win. Und ja, ein Replay habe ich noch, zu dem kommen wir jetzt. Und es ist quasi ein zukünftiges Meta-Matchup vielleicht. So, hier habe ich das letzte Replay für heute. Und zwar ist das gegen Flandreese. Also, ich muss schon sagen, Flandreese ist auf jeden Fall stärker, meiner Meinung nach. Vor allem Going First, weil was die machen können, ist aber nochmal krasser. Aber das Deck hier kann ziemlich gut dagegen spielen. Ihr seht auch gleich, dass das wirklich so ist. Vor allem, weil die sich selber banishen und dadurch unser Bossmonster triggern, was sehr cool ist. Wir gehen First, sonst wäre es auch, glaube ich, sehr, sehr schwer geworden, um nicht zu sagen unmöglich. Aber ich muss auch noch dazu sagen, beide Deckthemen kommen in einem Set raus und das ist, glaube ich, Burst of Destiny, das übernächste Hauptset hier im TCG. Und Leute, das wird krass. Also, das wird wirklich ein Set, was sich wahrscheinlich richtig, richtig lohnt, sich ein Display von zu holen, weil da einfach so, also zwei Archetypes drin sind, die Metapotenzial haben. Das eine wird auf jeden Fall Meta, das andere hat großes Metapotenzial. Noch ein paar einzelne sehr gute Karten, also mega cool. Aber ja, lassen wir mal gucken, wie das letzte Duell ausgegangen ist. Wieder alles Standard, ne? Ich hab's ja schon erklärt. Ah ja, genau, hier mache ich tatsächlich auch nochmal ein Misplay, was mega dumm ist einfach. Aber ich mache erstmal komplett alle, also die Grundkombo. Hab ja auch noch einen Desires, der auch immer ganz nett ist auf jeden Fall. Und jetzt kriegen wir wieder unser fettes Bossmonster, was geil ist. Und jetzt habe ich noch die Wiedergeburt und durch ihn kriege ich jetzt noch einen Token, also noch ein Stufe 8 Monster, aber ich habe das Wassermonster vom Friedhof gebanished. Das heißt, Dragite hat einfach keine Annullierung, was mega dumm war. Trotzdem haben wir natürlich, bevor wir ihn hier weiterspielen lassen, okay, das passiert anscheinend trotzdem noch. Wir haben hier trotzdem ein unfassbar starkes Board. Also wieder eine Monster-Annullierung auf dem Feld, unser Bossmonster, die Trap und Ice Dragon's Prison. Und hätte ich kein Misplay gemacht, sogar noch eine Zauber- und Fallen-Annullierung. Ja, aber vielleicht reicht es ja trotzdem. Ich will jetzt natürlich nicht spoilern, aber ich glaube, ihr seht schon, dass wir hier ein sehr, sehr gutes Board haben, was sehr schwer zu brechen ist. Zumindest ohne irgendwie Going Second-Karten oder so. Und die hat er halt leider auch nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier teilweise zu früh Sachen geschossen habe und so. Aber ich wollte halt nicht, dass er zwei Monster aufs Feld bekommt zum Tributen, weil wenn er seinen großen Pinguin-Dude rausbekommt, also ihn hier, dann kann ich ja keine Monstereffekte mehr annullieren von meinen Monstern, was halt sehr, sehr schlecht wäre. Deswegen war ich da mal ein bisschen früh vielleicht, aber ich glaube, es war wichtig. Und ja, er hat dann auch aufgegeben, weil er konnte nichts mehr machen. Also er hätte in seinem Zug ja noch die Trap setzen können. Und hätte dann noch anfangen können, aber ich hatte natürlich trotzdem Monster-Annullierung, Banish. Und deswegen wahrscheinlich hätte er da nichts hinbekommen. Vor allem der Banish von unserem Bossmonster ist halt super stark, ne? Muss man einfach ganz ehrlich sagen. Ja, Leute, aber das war's auch. Wie gesagt, lasst mir auf jeden Fall Like, Kommentar und Abo da. Es freut mich extrem. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das jetzt immer machen werde, aber generell bei Deckthemen, die ich persönlich cool finde und die ich gerne ausprobieren will, warum sollte ich es nicht hochladen, ne? Außer ihr sagt natürlich, bitte macht das auf gar keinen Fall, das ist total die Scheiße. Dann lassen wir das natürlich. Dann kommen weiter normale Deckprofiles, Classic Draft und so weiter und so fort. Es sind auch noch ein paar andere Sachen für die Zukunft geplant, aber dazu komme ich, wenn es soweit ist. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall auch wieder genug gelabert. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Francis Gaming.